So, guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Vorlesung Programmieren. Thema heute nochmal Vererbung. Das hatten wir in der letzten Vorlesung, letzten Montag bereits begonnen. Sie erinnern sich vielleicht noch, worum geht es bei der Vererbung? Es geht darum, Generalisierung, Spezialisierung von Typen implementieren zu können. Wir hatten als einführendes Beispiel Klassen von Mitarbeitern, eine weitere Klasse Manager, Kunde, wo es eben sehr große Überschneidungen gab zwischen diesen Klassen, und um da eine wiederholte Implementierung derselben Funktionalität zu vermeiden, dazu dient dann eben dieses Konzept der Vererbung, also Generalisierung, Spezialisierung. Als Beispiel hatten wir dann noch hier diese Lebewesen, wo man eben sagen kann, zum Beispiel, ein Hund ist eine Spezialisierung, ein Spezialfall von einem Tier. Also diese Art von Beziehung lässt sich mit Vererbung modellieren. Zu den Begriffen nochmal, also diese allgemeinere Klasse oder die speziellere Klasse, fangen wir mit der an, heißt Unterklasse, die allgemeinere Klasse Oberklasse. Und es gibt da noch eine ganze Reihe von anderen Namen für diese Ober- und Unterklassen. Also statt Oberklasse kann man auch Basisklasse sagen. Also auf dieser Basisklasse basieren dann die abgeleiteten Klassen. Oder Elternklasse ist auch noch ein weiterer Begriff, der verwendet wird. Und für die Unterklasse eben der Begriff abgeleitete Klasse, im Englischen derived class. Oder dann eben im Zusammenhang mit diesem Begriff Elternklasse wird dann auch hier der Begriff Kindklasse für die Unterklasse verwendet. Child class im Englischen dann. Und in unserem Beispiel hatten wir, dass ein Vogel eine Unterklasse, ein Spezialfall also von Animal ist. Living Organism wäre dann zum Beispiel Elternklasse von Animal, und Manager wäre eine abgeleitete Klasse von Employee. Und man könnte dann eben in Manager die Dinge verwenden, die in Employee bereits vorhanden sind. Wie wird das in Java verwendet? In Java haben wir dazu dieses Schlüsselwort Extends. Also wenn wir eine neue Klasse definieren oder deklarieren, die eine Unterklasse von einer anderen sein soll, dann schreiben wir eben diese neue Klasse als abgeleitete Klasse von der Oberklasse mit Hilfe dieses Extends-Schlüsselwortes. Also im Beispiel nochmal, Animal wäre ja eine Unterklasse von Living Organism, also wird man dann schreiben Class Animal Extends Living Organism, um diese Unterklassenbeziehung hier anzuzeigen. Wie gesagt, Spezialisierung, Wiederverwendung von Code sind so die Dinge, warum man das verwendet. Jetzt kommen wir zu ein paar weiteren Aspekten, die noch mit der Vererbung eine Rolle spielen. Die eine Sache nennt sich Überschreiben von Methoden. Und zwar, bei der normalen Vererbung ist es ja so, dass ihre abgeleitete Klasse alles erbt von der Elternklasse. Also Attribute, Methoden, Konstanten, die als Final zum Beispiel deklariert sind, also die alle tauchen auch in der Unterklasse auf. Manchmal ist es aber so, dass sie in der Unterklasse ein bisschen ein anderes Verhalten dann doch haben wollen von ihrer Funktionalität, wie sie eben in der Basisklasse schon definiert ist. Und dazu dient dann dieses Konzept des Überschreibens von Methoden. Also was kann damit erreicht werden? Das Verhalten einer Methode kann in einer Unterklasse, in einer abgeleiteten Klasse angepasst werden noch für eben diese spezielle Variante dann. Also zum Beispiel, wenn Sie für einen Hund ein anderes Verhalten haben wollen als für den allgemeinen Fall Tier, können Sie das machen, indem Sie eben eine Methode, die normalerweise einfach vererbt worden wäre, in der Unterklasse nochmal neu schreiben mit einer anderen Funktionalität. Und das nennt sich dann Überschreiben einer Methode, weil sie eben das Verhalten, was in der Basisklasse vorhanden ist und was sie auch in der abgeleiteten Klasse verwenden könnten, also die Methode kann ja auch in der abgeleiteten Klasse verwendet werden, das können sie hiermit eben überschreiben und modifizieren. Was dazu notwendig ist, der gleiche Methodenname, also in der abgeleiteten Klasse schreiben sie eine Methode rein, die genauso heißt wie in der Superklasse. Die hat die gleiche Anzahl von Parametern und Typen. Rückgabetyp muss nicht unbedingt genau gleich sein, sondern der Rückgabetyp darf auch ein Spezialfall des Rückgabetyps der Oberklasse sein. Und was in neueren Versionen von Java der Fall ist, dass es noch die Möglichkeit gibt, hier durch so eine sogenannte Annotation
anzuzeigen, dass man hier wirklich beabsichtigt, eine Methode zu überschreiben. Also das war in früheren Java-Versionen noch nicht vorhanden und es hat sich herausgestellt, dass das manchmal eine Fehlerquelle ist, dass man praktisch versehentlich Methoden überschreibt. Also man hat das eigentlich gar nicht vorgesehen, dass man das Verhalten von einer Methode der Basisklasse verändern möchte. Gibt eben zufällig einer Methode in seiner selbstgeschriebenen abgeleiteten Klasse denselben Namen, der schon vorhanden ist. Und das wurde in alten Java-Versionen eben einfach akzeptiert, ohne dass dann der Compiler darauf hingewiesen hat, dass man hier eine Methode überschreibt. Und deshalb ist es jetzt so bei neueren Java-Versionen, dass das Überschreiben vom Compiler als Warnung angezeigt wird, damit der Programmierer eben einen Hinweis hat, hier wird eine Methode überschrieben. Und um diese Warnung wegzubekommen, kann man hier diese Annotation @override verwenden, die anzeigt, dass man eben hier bewusst eine vorhandene Methode der Basisklasse überschreibt. Schauen wir uns das mal ein Beispiel an. Also sagen wir, in unserer Basisklasse Animal haben wir eine Methode Escape, die eben dazu dient, irgendwie so ein Ausbrech- oder Fluchtverhalten von dem Tier zu modellieren, wie auch immer das macht dann. Und jetzt ist es so, dass wir diese allgemeine Escape-Methode für Vögel verändern wollen. Also für Vögel wollen wir hier ein anderes Verhalten haben. Der kann oder soll in dem Fall einfach davonfliegen, was vielleicht ein anderes Tier nicht macht. Also schreiben wir hier die Methode Escape in der abgeleiteten Klasse Bird Extends Animal, deshalb ist die von Animal abgeleitet, schreiben wir die Methode neu und zeigen durch diese Annotation @override nochmal an, dass wir hiermit wirklich eine Methode überschreiben wollen, die schon in der Basisklasse vorhanden ist. Sie sehen auch, also der Name der Methode ist gleich, die Parameter sind gleich, jeweils leere Liste, also es gibt keine Parameter und der Rückgabetyp ist auch gleich, also ist es ein Subtyp des vorherigen Typs auf jeden Fall auch. Hier haben wir noch ein zweites Beispiel. Ein Pinguin ist ein Spezialfall von einem Vogel, deshalb ist das Pinguin eine abgeleitete Klasse von Vogel. Bei einem Pinguin wäre es jetzt so, dass da dieses Standardverhalten, was hier oben einmal vorhanden ist, ist nicht passend. Dieses Verhalten in Escape für den Vogel ist nicht passend, weil der Pinguin eben schlecht wegfliegen kann. Und deshalb überschreiben wir hier in dieser weiter abgeleiteten Klasse Pinguin nochmals diese Escape-Methode und der Pinguin, der kann dann zum Beispiel ins Wasser springen und wegtauchen. Also Sie sehen, man kann hier eben die Funktionalität, die in der übergeordneten Klasse vorhanden ist, die vererbt werden würde, kann man einfach übernehmen hier. Was Sie ja auch sehen, hier haben wir jetzt zweimal überschrieben, also einmal hatten wir die Klasse Animal, dann wird die erweitert zu Bird, Bird wird wieder erweitert zu Pinguin, das heißt, diese Escape-Methode gibt es dann dreimal hier. Und genau, die Frage ist dann auch natürlich, welche Methode wird dann in jedem Fall verwendet? Sie können sich schon ungefähr vorstellen, dass immer die speziellste Methode verwendet wird. Also wenn hier eine Escape-Methode vorhanden ist, wird die verwendet. Ansonsten, wenn die nicht vorhanden wird, nimmt man eben die allgemeineren Methoden. Aber wie das genau funktioniert, das schauen wir uns auf einer der nächsten Folien noch an. Also hier das Konzept des Überschreibens. Noch eine kleine Anmerkung, nur Methoden können überschrieben werden, also keine Attribute oder Konstanten. Das heißt, sie können nicht für Attribute irgendwie, es ist auch schwierig, ja da ein anderes Verhalten für Attribute anzugeben. Aber als Regel eben jetzt hier, Methoden werden überschrieben. Wie gesagt, wir haben jetzt hier natürlich dann die Frage, welche Methode wird hier aufgerufen? Also wenn es hier eben mehrfach diese Escape-Methode gibt, wir haben gesagt, man nimmt so grob immer die speziellste Methode, also die am passendsten ist, wenn es eben für Pinguin, der ein Spezialfall von Vogel ist, was Spezielles gibt hier, dann wollen wir das verwenden. Aber wie das im Allgemeinen funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Und zwar nennt sich dieses Konzept, wie die passende Methode ausgewählt wird, die wirklich ausgeführt wird, nennt sich dynamische Bindung. Also dynamische Bindung im Vergleich zu statischer Bindung. Also statisch wäre eben was, was irgendwie feststeht, zum Beispiel während der Compilezeit. Und dynamisch zeigt uns schon irgendwie an, da passiert eben irgendwas, dass da eben anhand von zum Beispiel Programmablauf irgendwas berechnet wird und die Bindung nicht beim Kompilieren zum Beispiel schon feststeht. Also dynamische Bindung, schauen wir uns das hier an einem Beispiel nochmal. Wir haben hier, legen ein Objekt der Klasse Pinguin an, P, dann legen wir ein Objekt der Klasse Bird an und dann haben wir hier nochmal ein Objekt Bird B2, dem wir P zuweisen.
Das geht. Also Sie sehen hier, P ist vom Typ Pinguin, also eigentlich eine andere Klasse wie das, was wir hier zuweisen. Aber dadurch, dass das Bird hier eine allgemeinere Klasse ist, eine Oberklasse von Pinguin, können wir eine Zuweisung in diese Richtung machen. Also wir können eine Variable, die auf ein spezielleres Objekt verweist, einer anderen Variable zuweisen, die zu einer allgemeineren Klasse oder einer Oberklasse gehört. Und die Frage ist jetzt, welche Methoden werden ausgeführt, wenn wir hier eben die Escape-Methode aufrufen für die verschiedenen Variablen. Schauen wir uns einfach mal die einzelnen Zeilen der Reihe nach an. Also wenn wir hier auf dem Objekt P die Escape-Methode aufrufen, dann ist es noch relativ klar, dieses P ist ein Objekt der Klasse Pinguin. Das heißt, wir würden jetzt erwarten, dass diese Methode hier unten aufgerufen wird. Und das ist auch der Fall. Also hier wird der Code aus der Klasse Pinguin, das speziellstmögliche Code wird ausgeführt. Dann dieser zweite Fall hier, wenn wir ein Bird-Objekt anlegen und auf dem dann die Escape-Methode aufrufen, ist eigentlich auch relativ klar, welche Methode verwendet werden soll hier. Es ist kein Pinguin, deshalb kann diese Methode nicht verwendet werden. Also Bird, dann erwarten wir, dass diese Methode, also nicht die hier oben, sondern diese Methode, die hier überschrieben wurde, dass die aufgeführt wird. Und auch das ist der Fall. Also hier wird der Code aus der Klasse Bird ausgeführt dann. Und dieser dritte Fall ist eigentlich das Interessanteste. Also was passiert, wenn wir hier bei B2 Escape aufrufen? Und hier wären jetzt im Prinzip zwei Dinge denkbar. Entweder, dass er eben hier feststellt, hier dieses B2, zu welcher Klasse gehört es? Zur Klasse Bird. Also wird hier die Escape-Methode von Bird aufgerufen. Das wäre eine Möglichkeit, was passieren könnte. Und die andere Möglichkeit wäre, ja, dieses B2, was wir hier drin haben, ist ja eigentlich ein Pinguin gewesen. Wir hatten das ja mit New Pinguin, ein Pinguin-Objekt angelegt. Und dann diese Referenz hier eben nur verändert auf Bird. Also wäre es auch möglich, dass wir, weil wir eben hier ein Pinguin-Objekt haben, auch mit diesem Pinguin-Objekt eben entsprechend arbeiten und diese Escape-Methode dann auf dem Pinguin-Objekt aufrufen. Das heißt, in der ersten Variante, das wäre diese sogenannte statische Bindung. Das heißt, man schaut sich einfach den statischen deklarierten Typ dieser Variable an, oder dieser Referenzvariable, auf der die Methode aufgerufen wird. Der statische Typ wäre hier Bird und würde dann von diesem statischen Typ die Methode aufrufen. Und die andere Variante, das ist dann die dynamische Bindung, die eben nachschaut, wenn hier so eine Referenz steht, was ist denn eigentlich wirklich das Objekt, das wir angelegt hatten mit New? Also worum handelt es sich jetzt, was da drin steckt? Also es kann entweder ein Bird-Objekt sein, aber es kann auch ein Objekt einer abgeleiteten Klasse von Bird sein, was da wirklich mit New angelegt wurde. Und dieses eben zur Laufzeit zu bestimmen, was ist eigentlich hier in dieser Objektreferenz für ein Objekt wirklich drin, in dem Fall ein Pinguin, und dann darauf basierend diese Methode aufzurufen, das nennt sich eben dynamische Bindung. Und dynamische Bindung ist auch das, was Java macht. Das heißt, in dem Fall würde jetzt der Code aus der Klasse Pinguin aufgerufen werden. Also, obwohl hier dieses B2 hier oben den Typ Bird hat, schaut Java dann eben nach, mit welchem Typ wurde dieses Objekt, was hier referenziert wird, wirklich angelegt. Das war Pinguin, also wird auch die Pinguin-Methode aufgerufen. Und das ist was im Normalfall oder im Allgemeinen nur zur Laufzeit bestimmt werden kann und noch nicht, während Sie Ihren Code kompilieren. Das heißt, während Ihr Programm abläuft, muss es rausfinden, was ist denn die passende Methode, die jetzt aufgerufen werden muss. Und weil das eben zur Laufzeit berechnet werden muss, nennt sich das dann eben dynamische Bindung. Okay, also schauen wir uns das nochmal ein bisschen formaler an. Wenn wir einen Methodenaufruf M auf einem Objekt OBJ haben, dann wird erst zur Laufzeit dynamisch die passende Methodendefinition gesucht und an dieser Aufruf gebunden, sagt man da auch. Und die Entscheidungsgrundlage, an welchen Typ das gebunden wird, ist der Typ des von dieser Referenz referenzierten Objekts, nicht der Typ, mit der diese Variable OBJ deklariert wurde.
Also im Beispiel vorher war das OBJ, war unser P2, war als Bird deklariert. Das ist nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist der Typ des referenzierten Objekts. Und was eben unser B2 referenziert hat, war ein Pinguin-Objekt. Also diese Objektinstanz war wirklich ein Pinguin, deshalb wird auch diese Methode aufgerufen. Also hier nochmal das Beispiel. Wir legen einen neuen Pinguin an und dieses Objekt, was hier eben wirklich angelegt wurde, entscheidet dann darüber, was eben von der Methode aufgerufen wird. Also hier diese Referenz wird hier weitergegeben an das B, aber trotzdem steckt natürlich, wenn wir bei B nachschauen, was für ein Objekt das eigentlich ist, immer noch so ein Pinguin-Objekt drin und alle Attribute zum Beispiel von Pinguin sind auch vorhanden. Deshalb kann eben auch hier diese spezielle Methode aufgerufen werden. Okay, also vielleicht nur eine kleine Randbemerkung, das ist was relativ Spezielles. Die Parametertypen, also wenn Sie hier mehrere Escape-Methoden hätten mit verschiedenen Parametern, die werden schon zur Kompilierzeit statisch berechnet. Aber das ist nur so eine Randbemerkung, weil das ein relativ spezieller Fall ist, dass Sie mehrere Methoden mit unterschiedlichen Parametern haben. Gut, was ist der Vorteil von dieser dynamischen Bindung? Der Code ist einfach erweiterbar, das sehen wir gleich noch an einem Beispiel. Nachteil ist, dass wir eben bestimmte Dinge erst zur Laufzeit berechnen können. Und wenn wir es zur Laufzeit berechnen müssen, dann bedeutet das eben auch, dass da Rechenzeit verloren geht. Das heißt, man hat Code, der etwas langsamer läuft, als wenn man so eine statische Bindung machen würde. In anderen Programmiersprachen ist es möglich, beides zu machen, sowohl statische als auch dynamische Bindungen. Also C++ zum Beispiel, das ist eigentlich der Standardfall, der in der Sprache vorgesehen ist, die statische Bindung. Wenn man dynamische verwenden möchte, muss man das extra durch ein Schlüsselwort anzeigen. Virtual heißt das, ist das Schlüsselwort da. Okay, aber in Java eben die Idee, dass man immer dynamische Bindung verwendet. Okay, das schauen wir uns jetzt nochmal ein zweites Beispiel an, um nochmal zu zeigen, warum diese dynamische Bindung auch sinnvoll ist. Also hier wollen wir zum Beispiel so eine Grafikbibliothek schreiben. Die hat eben bestimmte grafische Objekte, die wir auf dem Bildschirm anzeigen wollen. Zum Beispiel einen Kreis, dann gibt es irgendwie so ein Rechteck. Und wir haben eben, wenn wir festgestellt haben, ja, diese ganzen Grafikobjekte, die haben doch eine gewisse geteilte Funktionalität, haben wir dazu eine Oberklasse Shape gemacht, also für grafische Formen, die auf dem Bildschirm ausgegeben werden können. Und darin gibt es eben Methoden, die eben allgemein auf alle unterschiedlichen Formen, die wir zeichnen wollen, auch zutreffen. Zum Beispiel so eine Flächenberechnungsmethode Area. Und im allgemeinen Fall, wenn wir hier einfach nur einen ganz beliebigen Shape haben, wo wir nichts Genaues darüber wissen, wie der aussieht, kann das sein, dass wir da eben eine relativ komplizierte Berechnungsmethode brauchen, über Integrale vielleicht. Aber in anderen Fällen geht es natürlich einfacher. Also jetzt haben wir von diesem allgemeinen Shape-Objekt abgeleitet einmal die Klasse Circle. Und hier in dieser Circle-Klasse, das ist jetzt nicht weit überraschend, da haben wir den Radius gespeichert von diesem Kreis, den wir auf dem Bildschirm ausgeben wollen. Dann haben wir einen Konstruktor und dann hier so eine Flächenberechnungsmethode. Und die Flächenberechnung wollen wir eben überschreiben hier. Das heißt, diese allgemeine, relativ aufwendige Methode soll für den Kreis jetzt überschrieben werden mit einer spezielleren Flächenberechnungsmethode. Ein Kreis ist relativ einfach, das ist Pi r Quadrat, also Pi mal Radius mal Radius mal Radius rechnen wir hier aus. Und durch das Override zeigen wir nochmal an, dass wir es überschreiben. Und ähnlich hier drüben beim Rechteck, das hat Attribute Breite und Höhe. Sehe ich gerade ein, gut, die sollten eigentlich auch noch private sein, das fällt hier. Dann haben wir den Konstruktor und dann hier die Flächenberechnungsmethode fürs Rechteck, die auch sehr einfach ist, Breite mal Höhe. Gut, also so können wir sowas modellieren. Wo hilft uns jetzt die dynamische Bindung? Wenn wir jetzt eine weitere Methode programmieren wollen, eventuell in einer anderen Klasse nochmal, die uns für mehrere solche grafischen Formen oder Objekte, die wir auf dem Bildschirm zeigen wollen, die Gesamtfläche berechnen soll, dann können wir da so eine Methode schreiben, Total Area, also die soll praktisch aufsummieren, die Flächen der einzelnen Objekte, die wir haben, und diese Methode bekommt eben so ein Array von Shapes als Eingabe und soll jetzt eben für diese Shapes, die in dem Array drinstehen, die Flächen aufsummieren. Also unsere Gesamtfläche initialisieren wir erstmal auf 0 und dann haben wir hier die Schleife, die eben über unsere Formen, die im Array drinstehen, drüber läuft und jeweils
die Fläche der entsprechenden Form berechnet, also hier Shapes I, rufen wir die jeweilige Area-Methode auf und addieren die dazu. Und an der Stelle, da würden wir jetzt eben gerne haben, dass je nachdem, was für eine Form wir eben hier in unseren, oder welche Formen wir in unserem Array drin haben, die passende Area-Methode hier aufgerufen wird. Also für einen Kreis sollte diese PR-Quadratberechnung aufgerufen werden, für ein Rechteck das Breite mal Höhe. Und genau das passiert eben jetzt hier durch diese dynamische Bindung. Also wenn wir zwei solche Shapes anlegen, ein Kreis mit Radius 10, ein Rechteck 1 × 4,5, und wir schreiben jetzt hier in unser Shape Array zweimal den Kreis rein, einmal die, so ein Rechteck, und rufen dann diese Total Area Methode darauf auf, dann wird eben für jedes Element im Array dynamisch bestimmt, was die passende Area Methode ist, die aufgerufen werden muss. Also Sie sehen hier, wenn Sie da eben so eine Methode wie hier dieses Total Area schreiben wollen, die eben erstmal hier über Objekte von dieser Oberklasse einfach in einem Array drin hält, dann können Sie da eben durch diese dynamische Bindung immer die speziellere passende Methode aufrufen. Was ist der Vorteil, wenn Sie jetzt eine Erweiterung programmieren, dass Sie noch eine zusätzliche Form in Ihre Grafikbibliothek aufnehmen, zum Beispiel ein Dreieck? Dann schreiben Sie diese Klasse Dreieck neu, schreiben da drin auch eine Area-Methode, aber Sie müssen diese Total-Area-Methode überhaupt nicht mehr anpassen. Also in dieser Methode, die muss nicht wissen, dass es da jetzt noch zusätzlich noch Dreiecke oder andere Formen gibt, sondern dadurch, dass eben hier dynamisch immer die passende Methode aufgerufen wird, ist diese Methode hier so allgemein und so stabil, dass sie eben durch so eine Erweiterung nicht modifiziert werden muss. Okay. Nochmal, welche Methode wird genau ausgeführt? Was ist die Entscheidungsgrundlage? Zur Laufzeit wird für dieses entsprechende Bezugsobjekt in Shapes I wird ausgehend von dem Typ, den dieses Objekt eben zur Laufzeit hat, also von dem Typ, mit dem es mit New angelegt worden ist, wird geschaut, ob in dieser Klasse schon die entsprechende Methode vorhanden ist. Aber das kann ja sein, dass die gar nicht überschrieben wurde. Und in dem Fall geht man dann eben nach oben in der Klassenhierarchie, also schaut in den weiter oben liegenden allgemeineren Klassen nach, ob da so eine Methode vorhanden ist, und geht es so lange durch, bis man irgendwann mal eine Methode des passenden Namens gefunden hat. Das heißt, also Sie beginnen in der Klasse, die mit der Ihr Objekt mit New angelegt wurde, also mit dem Laufzeittyp des Objekts, schauen nach, gibt es da die Methode. Wenn es da nicht gibt, also wenn es für den Spezialfall die Methode nicht gibt, schauen Sie eben schrittweise in allgemeineren Klassen nach, von denen es eben abgeleitet wurde, ob es da irgendwann mal die Methode gibt. Sie gehen in der Klassenhierarchie nach oben und führen, sobald Sie zum ersten Mal eine Methode finden, also im speziellsten Fall, dann diese Methode aus. Das ist eben diese dynamische Bindung nochmal. Jetzt vielleicht nochmal zum Vergleichen, in alten Programmiersprachen gab es diese, also vor der objektorientierten Zeit, gab es diese Möglichkeit noch nicht, dieses dynamische Binden zu machen, und da muss man dann eben wirklich mit Fallunterscheidung arbeiten. Also eine Programmiersprache, die davor auch in der Lehre sehr beliebt war, heißt Modula 2, das ist von Pascal abgeleitet, einer noch älteren Programmiersprache, die von Nikolaus Wirth in der ETH in Zürich entwickelt wurde, genauso wie dieses Modula 2 auch. Also da war das so, wenn man da jetzt so eine Methode Area schreiben wollte, dann müsste man eben hier jetzt so eine Fallunterscheidung machen, die eben, also es gab da so ein Feld Type-ID, mit dem man den Typ rausfinden konnte schon mal, oder man müsste von Hand programmieren, müsste man so ein Type-ID-Feld dann richtigerweise, und da müssen wir eben so eine Fallunterscheidung machen. Und hier sehen Sie eben auch den Nachteil, wenn Sie jetzt eine neue Klasse dazu programmieren würden in Ihrer Formenbibliothek, dann hätten Sie eben jetzt hier nochmal Ergänzungen jeweils vorzunehmen in der Fallunterscheidung. Also bei Einführung eines neuen Shape-Typs müssen Sie sämtliche Methoden, die Ihre Objekte verwenden, nochmal drüber schauen, über diese Fallunterscheidung, die Sie da dann programmiert haben, und die Fallunterscheidung entsprechend erweitern. Und bei größeren
Programmen kann das eben sehr, können sehr viele Stellen sein, wo sie so eine Erweiterung vornehmen müssen und man übersieht vielleicht auch leicht was. Und das ist dann eben hier der Vorteil von diesem dynamischen Binden, dass man eben diese Fallunterscheidung nicht selber programmiert, sondern dass das praktisch hinter den Kulissen abläuft. Gut, also Überschreiben von Methoden hat man gesehen, Überschreiben von Attributen haben wir gesagt, das geht nicht. Überschreiben von Attributen ist in Java nicht möglich. Wenn Sie trotzdem versuchen, sowas zu machen, das heißt, wenn Sie in einer abgeleiteten Klasse nochmal ein Attribut mit demselben Namen verwenden, dann verschattet dieses Attribut das Attribut der Oberklasse. Also das sollten Sie nicht machen, sowas, weil das kein besonders guter Programmierstil ist, aber schauen wir uns trotzdem mal an einem kleinen Beispiel an. Also nehmen wir an, wie Sie hätten wieder unsere, oder wir schauen wieder unsere Tierklassen vom Anfang an. Wir haben das Säugetier, da gibt es ein Feld, ein Attribut Age und dann leiten wir davon eben ab, diese Klasse Hund, die hat, und hier verwenden wir eben oder versuchen wir jetzt irgendwie sowas wie das Überschreiben von Attributen. Wir legen hier nochmal ein Attribut mit gleichem Namen an, das auch wieder Age heißen soll. Und dann gibt es jeweils eben die Methoden setAge und setDocAge hier, um dieses Attribut von außen zu setzen. Und wenn Sie jetzt so ein Hundobjekt anlegen, setAge 3 aufrufen, setDocAge 21, dann vielleicht das nochmal so eine Variable, eine Referenzvariable der überordneten Klasse zuweisen und das ausgeben, dann ist jetzt hier die Frage, was wird denn jetzt ausgegeben? Also bei dynamischer Bindung wäre es so, dass eben dieses Speziellere, also von dem Objekt, mit dem es angelegt wurde, oder von dem Laufzeitobjekt, die entsprechende Methode rausgesucht würde. Hier ist das jetzt eben nicht so. Das heißt, wenn hier jetzt docAge ausgegeben wird, dann wird das statisch entschieden. Also der statische Typ ist Säugetier, also wird hier diese Methode aufgerufen oder hier dieses Attribut hier abgefragt, dieses Age-Attribut und das, nachdem das praktisch zwei Variablen sind, ist das obere hier durch diesen unteren das Setzen auf 21 nicht modifiziert worden und deshalb kommt was dann raus? Also ist ein bisschen esoterischer Fall hier, das weiß man vielleicht nicht, aber so wie ich es gerade erklärt hatte, ja, haben Sie eine Vermutung, was rauskommt? Also die Frage ist ja 3 oder 21? Wer ist für 3? Kann ich mal kurz fragen. Eine Stimme für 3? Wer ist für, nee, 2 sogar, genau. Wer ist für 21? Das sind doch einige mehr noch. Aber das Überraschende ist, dass hier wirklich 3 rauskommt. Also dieses, weil eben dieses dynamische Binden hier bei den Attributen nicht ausgeführt wird. Das setAge setzt diese Variable hier oben, setDocAge setzt die Variable hier unten und hier dann bei der Ausgabe wird eben nicht dynamisch der Typ des Laufzeittyp des Objekts bestimmt, sondern einfach der deklarierte Typ genommen und dann die entsprechende Variable hier Age eben hier oben ausgegeben. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen ein esoterischer Fall und Sie sollten das sowieso vermeiden, dass Sie Attribute in einer abgeleiteten Klasse überschreiben. Gut, manchmal möchte man dann doch eben auf irgendwelche Attribute oder Methoden der übergeordneten Klasse zugreifen und dazu gibt es in Java das Schlüsselwort Super, mit dem eben die Superclass, also die Oberklasse angesprochen werden kann. Damit wird die dynamische Bindung etwas modifiziert oder aufgehoben, weil man mit Super eben anzeigt, soll jetzt eben nicht das entsprechende Methode oder Attribut aus der aktuellen Klasse verwendet werden, sondern eben von der Superklasse. Also bei Attributen geht es dann zum Beispiel auch, also Sie können da hier, wenn Sie in diese abgeleitete Klasse vom letzten Beispiel nochmal denken, also Hund von Säugetier abgeleitet, Sie hatten dieses setDocAge, das setzt dann eben hier in der Klasse Doc das Age und mit so eine Methode wie zum Beispiel setMammalAge können Sie dann über superAge auf dieses Attribut der übergeordneten Klasse zugreifen und das modifizieren. Aber auch das ist etwas ungewöhnlich. Das Super, das wird in zu anderem Zusammenhang noch verwendet und ist da eigentlich noch wichtiger, und zwar im Zusammenhang mit Konstruktoren. Konstruktoren sind ja ein Spezialfall von Methoden und die haben auch ein bisschen ein anderes Verhalten, was im Zusammenhang mit Vererbung. Und zwar ist es so, dass Konstruktoren nicht vererbt werden. Macht im Normalfall auch nicht so viel Sinn, weil eben die abgeleiteten Klasse in vielen Fällen ja zusätzliche Attribute
einführen und diese Attribute könnten von diesem Superklassenkonstruktor gar nicht initialisiert werden, weil der nichts darüber weiß. Trotzdem ist es so, dass einige der Attribute aus der übergeordneten Klasse trotzdem ja auch so initialisiert werden sollen wie im Allgemeinfall. Und deshalb ist es so, dass in einem Konstruktor wird immer zunächst ein Konstruktor der Oberklasse aufgerufen. Das heißt, in Ihrer abgeleiteten Klasse haben Sie vielleicht zusätzliche Attribute, die müssen Sie selber initialisieren, aber alle Attribute der Oberklasse, die möchten Sie sehr wahrscheinlich genauso initialisieren, wie es eben im allgemeinen Fall in dem Konstruktor der Oberklasse auch funktioniert. Und deshalb ist es eben in Java so, dass in einem Konstruktor immer zuerst ein Konstruktor der Oberklasse aufgerufen wird. Und das geschieht entweder automatisch oder Sie können es auch selbst steuern. Wenn Sie das selber steuern wollen, dann rufen Sie diesen Konstruktor der Oberklasse mit Super und dann in Klammern eben die Argumente für den Konstruktor auf. Sie erinnern sich vielleicht, es gab da praktisch eine analoge Sache dazu. Sie konnten einen Konstruktor aufrufen, wenn Sie mehrere in einer Klasse hatten, indem Sie hier this, das Schlüsselwort verwenden und dann in Klammern eben die Argumente von dem Konstruktor hinschreiben. Dann wurde mit dieser this-Methode der Konstruktor mit den entsprechenden Argumenten bezeichnet. Und analog dazu gibt es eben jetzt noch hier die Möglichkeit, mit super einen Konstruktor aus der Oberklasse aufzurufen. Wenn Sie sowas verwenden wollen, also explizit einen Konstruktor der Oberklasse angeben, dann muss das immer die erste Anweisung in Ihrem Konstruktor der abgeleiteten Klasse sein. Also Sie können nicht erst Ihre eigenen Attribute in der abgeleiteten Klasse initialisieren, dann super aufrufen, sondern super muss als erstes dastehen. Dann, wenn Sie super nicht hinschreiben, wird von Java immer der parameterlose Konstruktor der Oberklasse aufgerufen. Also es entspricht dem, dass Sie einfach super mit Klammern, ohne dass da ein Argument dazwischen angegeben wird, aufrufen. Okay, also wenn Sie keinen Konstruktor haben, dann wissen Sie ja genau, dann wird dieser Default-Konstruktor eingeführt von Java. Wenn Sie eine abgeleitete Klasse haben, dann wird hier eben so ein Konstruktor eingeführt wie dieses. Es gibt keine Attribute in der Klasse selber, da interessieren wir auch nichts. Und dann wird eben dieser Standard-Super-Konstruktor praktisch von Java dazugefügt, der dann eben den Konstruktor der Oberklasse aufruft. Und wenn Sie so eine ganze Klassenhierarchie haben, wo eben mehrere abgeleitete Klassen untereinander sind, dann kann das oder passiert das, dass bei einem Konstruktor eben nach oben hin alle Konstruktoren aufgerufen werden bis zu ihrer allerobersten Klasse in der Hierarchie dann. Okay, also wenn man so eine komplexere Hierarchie hat, eine Klassenhierarchie wie am Anfang, da hatten wir ja, glaube ich, Living Organism ganz oben, dann Animal, Mammal, dann kam irgendwann mal Dog. Das heißt, wenn man hier jetzt einen Konstruktor aufruft von Dog, dann wird nach oben hin eben bis zu dieser Living Organism-Klasse werden sämtliche Konstruktoren aufgerufen. Okay. Und klar, also wenn dazu muss die Oberklasse so einen Default-Konstruktor besitzen oder also der von Java automatisch zugefügt wird oder einen Konstruktor ohne Parameter. Falls das nicht der Fall ist, dann läuft da die Initialisierung auch nicht weiter an der Stelle, dann bricht die ab. Gut, wenn es in einer Klasse keinen Konstruktor ohne Parameter gibt, dann muss man in den Subklassen die Konstruktoren eben von Hand schreiben, weil Java nur diesen Superkonstruktor ohne Parameter einfügen würde. Wenn es den nicht gibt, müssen sie eben von Hand mit, so wie hier oben, also mit dieser Superanweisung mit entsprechenden Argumenten für einen Konstruktor der Oberklasse den aufrufen, um die zu initialisieren. Gut, also soweit zu Konstruktoren. Im Normalfall ist es so, dass da vieles eigentlich mit dieser Default-Regel, dass dieser Superkonstruktor aufgerufen wird, schon ganz gut funktioniert. Wenn Sie spezielle Konstruktoren eben aufrufen wollen in Ihrer Oberklasse, dann müssen Sie das von Hand mit Super, mit entsprechender Parameterliste machen. Im Zusammenhang mit der Vererbung gibt es noch einen zusätzlichen speziellen Sichtbarkeitsmodifier oder Modifikator. Was kennen wir an Sichtbarkeitsmodifikatoren bisher? Wir hatten Public, Private
oder man konnte auch gar nichts hinschreiben. Und der wird jetzt im Zusammenhang mit der Vererbung nochmal erweitert um einen zusätzlichen Modifikator, der sich Protected nennt. Und wir können uns mal hier anschauen, wenn wir diese Tabelle jetzt erweitern, dann haben wir einmal hier eine zusätzliche Zeile für diesen Protected-Eintrag. Wir haben auch eine zusätzliche Spalte, wo eben diese Vererbungsdinge mit reinspielen. Jetzt haben wir kein Bild mehr. Und da schauen wir mal kurz, was hat sich verändert. Also Public bedeutet eigentlich wie bisher, ist überall sichtbar. Ist eine öffentliche Variable oder öffentliche Methode, ist überall sichtbar. Protected heißt jetzt also geschützt, dass man nicht ganz privat haben möchte, die Variable, auch nicht öffentlich, sondern so eine Zwischenstufe, also eine, eben wie in Java protected oder geschützte Variable genannt. Die ist dann sichtbar in der Klasse, im Paket auch und auch in Unterklassen. Das heißt, wenn Sie eine Methode oder ein Attribut haben wollen, das nicht nur in Ihrer Klasse selbst, sondern auch in Unterklassen sichtbar ist, dann verwenden Sie das Schlüsselwort protected. Also, schauen wir weiter, was hatten wir hier noch? Also wenn Sie gar nichts hinschreiben, dann ist das nur in der Klasse und im Paket sichtbar, in Unterklassen nur, wenn Sie im selben Paket sind. Also würde ich, man könnte vielleicht auch einen Haken machen, weil das eigentlich der Normalfall oder häufiger der Fall ist vielleicht noch, als dass man den in anderen Klassen verwendet. Und Private ist nur in der Klasse selbst sichtbar. Also da hat man die stärkste Einschränkung, wo so ein Private-Attribut oder Methode verwendet werden kann. Aber das heißt zum Beispiel auch, wenn Sie jetzt eben so eine abgeleitete Klassen von Ihrer Klasse zulassen wollen, die Sie implementiert haben, dann sollten da die Attribute nicht private sein, weil die sonst eben nur von der Klasse selbst gelesen werden können. Wenn die Attribute auch von den abgeleiteten Klassen gelesen werden können sollen oder geschrieben werden sollen, dann sollten Sie protected verwenden. Also in Ihren eigenen Klassenimplementierungen für Attribute private und protected kann da beides je nach Zweck verwendet werden. Und Public, haben wir ja gesagt, das sollte möglichst nicht für Attribute verwendet werden. Gut, also genau, und das ist auch mal ein Mittel zur Realisierung des Geheimnisprinzips, was eben jetzt angepasst wurde nochmal um die Vererbungsaspekte. Gut, es gibt noch ein Java Operator Instance of, heißt der, den hatten wir schon mal kurz kennengelernt. Aber der ist im Zusammenhang mit Vererbung, oder ist eigentlich der Haupteinsatzzweck. Hier gibt es eine Frage, ja? Mhm. Dieses B2 hat auch Attribute aus der Klasse Pinguin. Also das, die Attribute, die werden immer praktisch mit dem New-Operator angelegt und sind danach auch dann immer verfügbar. Dann. Genau, also das, genau, aber das ist vielleicht eine interessante Frage noch. Das stimmt, also Sie, auch mit Methoden, also Sie haben, wenn Sie die, aber das sehen wir gleich noch im Zusammenhang mit dem Cast-Operator. Ich merke mir das und versuche es dann da nochmal zu erwähnen auf der nächsten oder übernächsten Folie, genau. Also Instance of Operator, hat man gesagt. Der im Zusammenhang mit Vererbung eben nochmal interessanter wird. Mit Instance of konnte man ja prüfen, ob ein gegebenes Objekt einen gegebenen Typ hat. Und die Verwendung war so, wir schreiben hier eine Objektreferenzvariable hin, Instance of und hier einen Klassenname. Und konnten damit prüfen, eben ob dieses Objekt zu dieser Klasse gehört. Also hier sehen wir so ein Beispiel, hier wird m-instance of dog verwendet. Und hier hatten wir, haben wir als Objekt ein Objekt der Klasse, oder also der statische Typ ist Mammal. Und bisher war es so, dass instance of immer nur genau den einen Typ abgeprüft hat, der eben hier dahinter gestanden ist, dieses dog. Im Zusammenhang mit solchen Klassenhierarchien und Vererbung ist es so, dass hier mehr geprüft wird. Also hier wird dann geprüft, ob diese Variable eben vom Typ Dog oder einer abgeleiteten Klasse ist. Und das kann man hier auch ganz geschickt verwenden. Also wenn Sie jetzt an manchen Stellen eben doch sowas wie eine Fallunterscheidung mal benötigen sollten, dann können Sie eben prüfen, ist diese Variable M, also der dynamische Typ, das was hier wirklich drinsteckt im M, ist das ein Objekt der Klasse Dog? Und wenn ja, dann können Sie eben entsprechend diese Fälle hier unterscheiden. Das heißt, mit Instance of wird der dynamische Typ abgeprüft, nicht der statische Typ. Also deshalb, wenn Sie das jetzt
aufrufen mit cat zum Beispiel. Gut, das ist klar, das wird, ist keine Instanz von dog, also kommt daraus, ist not a dog. Wenn Sie es aufrufen mit dog, dann spielt jetzt eben dieser dynamische Typ eine Rolle. Also hier diese Variable, die Sie reinstecken, hat den statischen Typ mammal. Aber was hier geprüft wird, ist eben der dynamische Typ. Also ist der dynamische Typ Instance of dog. Das ist hier der Fall. Und deshalb wird hier eben entsprechend in diesen, ist dieser Ausdruck hier wahr und man springt in diesen ersten Fall rein. Ist dog mammal, das wäre jetzt hier wieder nicht der Fall, weil es eben keine Instanz von dog ist. Wenn Sie das mit 0 aufrufen sollten, dann ist das auch nicht eine Instanz von der Klasse dog, also auch bei 0 wird dann false zurückgegeben. Jetzt kommen wir zu dem Thema Typumwandlungen, der auch ein bisschen mit Ihrer Frage zusammenhängt. Also was man machen kann, ist, dass man den statischen Typ einer Variable zur Laufzeit verändern kann. Also, oder was heißt verändern? Also Sie können, hier schauen wir uns das beim Beispiel vielleicht mal an. Also Sie haben es hier so eine Methode, die eben eigentlich nur für Katzen richtig funktioniert. Sie haben aber als Parameter ein Objekt vom Typ Säugetier. Und weil das eben diese Methode eigentlich nur mit Katzenobjekten funktioniert, prüfen Sie am Anfang ab, ob das der Fall ist, also ob dieses Objekt, was Sie hier reinbekommen, was ja eben ein Objekt dieser Klasse oder einer beliebigen abgeleiteten Klasse davon sein kann, prüfen Sie nach, ist das zufälligerweise eben von dieser abgeleiteten Klasse Cat ein Objekt, was Sie hier reinbekommen. Wenn das der Fall ist, dann können Sie hier mit diesem Cast-Operator den statischen Typ verändern und dann auf diesem Objekt die entsprechende Methode aufrufen. Und wozu braucht man das jetzt? Also wir haben gesehen, vieles hängt in Java vom dynamischen Typ der Variable ab. Also um zu entscheiden, wenn es mehrere Methoden gibt, welche jetzt ausgewählt werden soll, dann dynamischer Typ, dynamische Bindung ist das, was verwendet wird. Um aber festzustellen, welche Methoden überhaupt vorhanden sind und welche aufgerufen werden können, da spielt, oder auch welche Attribute vorhanden sind, spielt der statische Typ eine Rolle. Das heißt, wenn diese Miau-Methode eben in der Katzenklasse deklariert ist, aber nicht in der Basisklasse davon, in Mammal zum Beispiel, dann könnten Sie auf diesem Objekt M, was ja den statischen Typ Mammal hat, nicht so eine Miau-Methode aufrufen, weil eben in dieser Klasse Mammal gar keine Miau-Methode zur Verfügung steht. Das heißt, welche Methoden Sie aufrufen können und auf welche Attribute Sie zugreifen können, das hängt von dem statischen Typ ab. Also hier mit dieser Variable M können Sie nur Methoden aufrufen, die eben in dieser Klasse Mammal deklariert ist. Die können dann zwar andere sein, wenn Sie die überschrieben haben, was dann wirklich ausgeführt wird, aber Sie können eben nicht auf Methoden zugreifen, die eben nur in der Subklasse definiert sind, weil eben ansonsten dieser Methodenaufruf auch fehlschlagen könnte in manchen Fällen. Weil es eben ja zum Beispiel in der Dog-Klasse gibt es gar keine Miau-Methode und wenn man dann einfach auf M, auf dem allgemeinen Fall Miau aufrufen würde, würde es eben nicht, gäbe es gar keine Methode, die aufgerufen werden könnte. Und deshalb gibt es eben jetzt die Möglichkeit, hier mit diesem Cast-Operator den statischen Typ zu verändern von der Variable. Also Sie ändern den statischen Typ von M auf Katze ab und können dann eben diese Katzenmethoden drauf aufrufen. Also, Typecast ändert den statischen Typ eines Objekts. Genau, dann so ein, also Katze ist eine Katze, kann aber auch als Säugetier behandelt werden, aber eben nicht zum Beispiel als Hund. Also so ein, und das deutet auch schon ein bisschen an, also so ein Typecast ist was, was nicht in allen Fällen gut gehen muss. Also Sie können so ein Typecast hinschreiben und der kann auch fehlschlagen. Okay, aber schauen wir uns erst mal die Syntax an. Eigentlich kennen Sie es ja schon von früher aus. Man schreibt den Typnamen in Klammer, den neuen Typnamen, auf den das eben geändert werden soll, durch den Cast-Operator und dahinter die Variable, so wie Sie es eigentlich oben schon gesehen hatten. Gut, und ich hatte schon gesagt, das kann in manchen Fällen eben auch schief gehen. Das schauen wir uns jetzt auch noch ein bisschen genauer an. Also es gibt da Up- und Downcasts, wenn man es sich genau betrachtet, was sind Up- und Downcasts? Upcast wäre eben eine Typveränderung, die in der Klassenhierarchie nach oben geht, also eine Typumwandlung auf eine Superklasse. Das ist relativ harmlos, also da kann nichts dabei schiefgehen, wenn Sie von einem gegebenen Objekt, also wenn Sie zum Beispiel einen
als Parameter in ihrer Methode Dog haben und sie verallgemeinern den Typ auf Mammal, dann kann da nicht schief gehen, weil sie wissen, das Objekt muss immer diesen allgemeineren Typ haben, wegen dieser Isser-Beziehung. Und das wird auch von Java automatisch durchgeführt. Also wenn Sie eine Methode aufrufen, wo eben ein Parameter einen allgemeineren Typ hat, dann wird er automatisch angepasst. Downcast, das ist das Kritischere. Das ist die Typumwandlung von einer allgemeinen in eine speziellere Klasse. Das hatten wir auf der letzten Folie gesehen, wo eben diese statisch vom Typ Mammal deklarierte Variable auf einmal diese eine Katzenklasse umgewandelt werden sollte. Also das wäre ein Downcast. Und Downcast ist kritisch. Also der kann eben auch schief gehen, wenn eben dieses Objekt, was in die Methode reingesteckt wurde, nicht dem Typ entspricht. Also Sie bekommen zum Beispiel in diese Methode der letzten Folie kein Katzenobjekt reingesteckt, sondern ein Hundeobjekt, versuchen das dann so ein Katzenobjekt zu casten mit diesem Typecast. Das kann dann eben schief gehen, weil das einfach eben nicht der passende Typ ist. Deshalb gibt es da eben Restriktionen. Also zum einen muss dieser Downcast immer explizit angegeben werden. Kann eben auch fehlschlagen. Deshalb sollte man immer vorher prüfen mit InstanceOf, ob eben die Variable, die Sie jetzt versuchen, auf eine Subklasse zu casten, ob die wirklich auch den passenden Typ hat. Also den passenden dynamischen Typ. Und nur dann sollten Sie so einen Cast durchführen. Jetzt bin ich schon wieder zu weit. Ich erwische es nicht mehr. Hier waren wir, genau. Also immer mit InstanceOf vorher prüfen, bevor man so einen Cast wirklich durchführt. Und es kann eben auch zu so einem Laufzeitfehler führen, wenn der Typ eben nicht passt von der Variable. Da bekommen Sie dann, das kennen Sie wahrscheinlich auch schon aus Ihrem Programmieralltag bisher, dass dann so eine Exception auftreten kann. In dem Fall wäre das eine Class-Cast-Exception, die hier passiert. Gut. Java hat schon eine ganze Reihe von Klassen vordefiniert, die in den Bibliotheken zu Java mitgeliefert werden. Und eine besonders wichtige Klasse dabei ist die Klasse Objekt oder Object. Und diese Klasse, die ist in dem Paket Java Lang vorhanden. Und diese Object-Klasse ist automatisch immer Oberklasse von allen Klassen, die Sie anlegen. Also auch ohne, dass Sie irgendwas hinschreiben, sind alle Ihre Klassen immer von Object abgeleitet. Also entweder direkt, wenn Sie eben gar nichts hinschreiben, wenn Sie keine Extens angeben, dann werden die direkt von Object abgeleitet. Wenn Sie von so einer eigenen Klasse ableiten, dann ist diese bereits vorhandene eigene Klasse ja auch schon von Object abgeleitet und dann sind Sie praktisch indirekt von Object abgeleitet. Also alle Klassen in Java von Object abgeleitet. Da haben Sie bisher nicht viel davon gemerkt, weil das eben alles versteckt ist und Sie das nicht explizit angeben mussten. Und dadurch, dass alle Klassen von Object abgeleitet sind, gibt es auch eben diese eine Wurzel der Klassenhierarchie. Also Object steht immer ganz oben und von diesem Object ist alles abgeleitet. Kann man sich fragen, was steht denn in Object drin, was bringt das, so eine Klasse zu verwenden? Es gibt da eine Reihe von Methoden, die darin schon deklariert sind, die man selber im Bedarfsfall auch verwenden kann oder überschreiben kann. Es gibt einmal diese Equals-Methode, die ein Objekt mit einem anderen Objekt vergleicht. Es gibt die ToString-Methode, um eine Variable auszugeben, das haben Sie vielleicht auch schon, oder die ToString kennen Sie schon, aber das hat eine relativ einfache Default-Implementierung für Objekte, die nur so einen Hash-Wert ausgibt, im Allgemeinen dient das dazu, Ihre Objekte in eine String-Repräsentation zu überführen. Dann gibt es eine Clone-Methode, die Ihre Attribute kopiert, also eine 1-zu-1-Kopie des aktuellen Objekts anlegt. Und diese Methoden muss man im Normalfall eben anpassen für die eigenen Klassen. Also wenn Sie so eine Equals, ToString oder Clone-Methode verwenden wollen, müssen Sie im Normalfall für Ihre Klassen anpassen. Equals haben Sie, oder ToString haben Sie vielleicht schon gesehen, Equals haben Sie möglicherweise auch schon verwendet. Zu Equals gleich noch ein bisschen mehr. Aber schauen wir uns mal an, was Java sonst noch an Objekten zur Verfügung stellt. Also wie gesagt, ganz oben in der Java-Klassenhierarchie ist immer dieses Object, was automatisch auch für Ihre Klassen immer die Basisklasse ist, wenn Sie nichts anderes angeben. Da gibt es dann
verschiedene Klassen. Einmal gibt es so eine Boolean-Klasse, dann eine Character-Klasse, da ist das R abgeschnitten. Dann Math, haben Sie auch schon gesehen, Number, String, String Builder System und noch viele, viele weitere Klassen. Bei Number gibt es zum Beispiel jetzt auch wieder Byte, Double, Float, Integer, Long, Short. Eigentlich für die ganzen elementaren Datentypen gibt es dann nochmal solche entsprechenden Klassen hier, die da dazugehören. Und das sind sogenannte Wrapper-Klassen, da sehen wir später auch noch, möglicherweise heute noch in der Vorlesung, eventuell auch erst nächstes Mal, wozu die verwendet werden. Aber ansonsten gibt es eben hier Mathematikfunktionen, Stringfunktionen, es gibt Funktionen für Netzwerkkommunikation, also ein ganz breites. Die sind nicht in Java Lang drin, aber Java Lang umfasst diese und noch etwas mehr. Gut, wir hatten gesehen, eine Methode, die in Object vorhanden ist, ist diese Equals-Methode. Und die überschreibt man doch relativ häufig, wenn man die eigene Objekte eben auch auf Gleichheit testen möchte. Und das ist nicht ganz einfach, also man kann da relativ leicht auch Fehler machen bei der Equals-Methode, deshalb schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Und wir beginnen damit, dass wir uns mal anschauen, wie denn in dieser Java-API, also in der Dokumentation oder in dem Application Programmer Interface, also in der API, was da dazu drinsteht, zu der Equals-Methode. Also in der Objects-Klasse ist diese Equals-Methode deklariert und da steht eben drin, was die machen soll. Und das ist relativ kompliziert, was da, wie das auch beschrieben ist. Also es ist wirklich nicht so ganz einfach. Also das ist der englische Text, der direkt von der Seite von Oracle kommt. Also die Equals-Methode, was macht die? Indicates whether some other object is equal to this one. Das ist das wenig Überraschende, also es prüft, ob zwei Objekte gleich sind. Dann wird es interessanter, die Equals-Method implements an equivalence relation on non-null object references. Also eine Äquivalenzrelation soll sich daraus ergeben aus dieser Äquivalenzmethode, die wir hier deklarieren. Und für Nicht-Null-Objekte, also Null-Objekte haben nochmal sind ein Spezialfall. Und was heißt jetzt, dass es eine Äquivalenzrelation sein soll? Kennen Sie vielleicht aus der Mathematik schon, haben Sie den Begriff Äquivalenzrelation gehabt? Eine Äquivalenzrelation, die hat bestimmte Eigenschaften, sie ist reflexiv, ich mache die gleich mal alle hin, reflexiv, symmetrisch und transitiv. Also das sind die Eigenschaften von einer Äquivalenzrelation. Und was bedeutet das jetzt? Reflexiv heißt, dass wenn Sie diese Methode mit demselben Objekt aufrufen, dann muss das wahr sein. Also x gleich x soll gelten. Also wenn Sie x equals wieder mit x aufrufen, dann muss da true rauskommen. Das ist schon eine Grundeigenschaft, die ist jetzt nicht sehr überraschend, aber da müssen Sie eben bei Ihrer eigenen Implementierung darauf achten, dass das wirklich der Fall ist. Sie sollte symmetrisch sein, das heißt, wenn Sie x equals y aufrufen und y equals x, dann sollte jeweils dasselbe rauskommen. Und dann schließlich transitiv, das heißt, wenn Sie drei Variablen x, y und z haben, dass sowohl x equals y wahr ist, als auch y equals z wahr ist, das war x gleich y, x, y gleich z, dann sollte eben auch dieser Sprung gelten, wenn man von x direkt nach z geht, dass die dann auch gleich sind. Das ist diese Transitivität. Also die Dinge sollten Sie sicherstellen bei Ihrer Implementierung, dass die alle gelten. Dann gibt es noch weitere Dinge, die einer Äquivalenzrelation nicht direkt dazugehören. Das ist jetzt programmierabhängig und nicht von dem mathematischen Begriff Äquivalenzrelation abgedeckt, die sogenannte Konsistenz. Also was ist das hier? Wenn Sie mehrmals hintereinander x equals y aufrufen, sollte da immer dasselbe rauskommen. Also solange sich diese Objekte diese Equals-Methode sollte diese Objekte nicht modifizieren. Zumindest in den Dingen, die eben für die Gleichheit eine Rolle spielen. Also mehrfach Aufruf hintereinander sollte immer das gleiche Ergebnis geben. Das ist in der Mathematik ist das kein Problem bei einer Äquivalenzrelation, weil sich da die Dinge nicht verändern können. In Programmen haben sie eben Zustand und Zustandsänderungen, deshalb könnte auch so eine Equals-Methode da was dran ändern. Und dann noch den Spezialfall 0. Für 0 sollte die Methode immer false zurückgeben. Also wenn Sie auf einem bestehenden Objekt die Methode aufrufen, das kann dann ja nicht 0 sein, sonst könnten Sie die Methode nicht aufgerufen haben und Sie vergleichen das mit 0, dann muss da immer false rauskommen.
Also das sind die Sachen, die Sie implementieren sollten. Und dann ist immer die Frage, was macht die Standardimplementierung Java auf Ihrer, wenn Sie die nicht überschreiben, die Equals-Methode auf Ihren eigenen Klassen, die prüft, das steht ja unten auch im Text so ein bisschen lang, nur für die praktisch die Referenzgleichheit. Also wird geprüft, x gleich y ist dann gleich, wenn es eben dieselben Objektreferenzen sind. Also wenn es wirklich eben dieselben mit new angelegten Objekte sind, nur dann gibt es true zurück. Das ist eigentlich selten, dass man haben möchte. Das kriegt man eben auch mit dieser direkt, wenn man hinschreibt, x gleich y für Objektreferenzen. Und deshalb sollte man die Methode eben auch überschreiben im Normalfall. Okay, also nochmal, wenn Sie diese Methode implementieren, was man tun sollte, sollte man eben auf die Eigenschaften achten, diese Reflexivität, Transitivität, Symmetrie und Konsistenz. Also wenn Sie so eine Equals-Methode selber schreiben, was machen Sie dabei? Erstmal die Syntax muss passend sein, also die Methode muss ein Boolean zurückgeben und der Typ des Parameters sollte Object sein. Und da ist dann auch häufig so, dass man dann, wenn man für seine Gleichheit eben erstmal mit Instance of prüft, ob dieser Parameter, der übergeben wird, eben auch der Klasse des Objekts entspricht, auf dem es aufgerufen wird. Da kann man eben das Instance of dann gut verwenden und nur dann macht man die Prüfung. Ansonsten, wenn es sich um Objekte unterschiedlicher Klassen handelt, können Sie gleich false zurückgeben. Also Reflektivität prüfen Sie so, liefert die Methode true, wenn Sie für den Parameter Object this einsetzen. Also wenn Sie this equals this aufrufen, muss true rauskommen. Symmetrie, wenn Sie this und Object vertauschen, kommt das gleiche raus. Transitivität, genau, bei Gleitkommazahlen kann es ein Problem sein, wenn man da so einen Epsilon-Umgebungstest verwenden möchte, dass das dann nicht funktioniert. Also da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Und Konsistenz bedeutet, die Methode darf eben nicht den Teil des Objekts verändern, der für Gleichheit relevant ist. Und wenn Sie das alles beachten, dann passt Ihre Equals-Methode. Aber im Normalfall hat man da eigentlich eine relativ gute Vorstellung davon, wie das zu implementieren ist, sodass diese Dinge eigentlich fast schon automatisch gelten, wenn man einfach eben so einen Gleichheitsbegriff schon im Kopf hat, der diese Dinge eben berücksichtigt. Gut, jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, die Vererbbarkeit einzuschränken. Das geht mit dem Schlüsselwort final. Von final, das haben wir in zu anderem Zusammenhang schon gesehen. Bei Attributen hatten wir es gesehen, dass es einen konstanten Wert anzeigt, der nicht verändert werden kann, also um Konstanten zu deklarieren. Bei Parametern gab es das auch, das bedeutet unverändert, kann nicht verändert werden im Methodenrumpf. Und jetzt gibt es eben noch eine dritte Verwendung von final im Zusammenhang mit Vererbung. Wenn Sie das bei einer Klasse davor schreiben, also final, class, irgendwas, dann bedeutet das, von dieser Klasse können keine weiteren Klassen abgeleitet werden. Das heißt, man kann die für ihre eigenen Klassen können Sie verbieten, dass von dieser Klasse weitere Klassen abgeleitet werden. Das geht eben auch mit diesem final. Wozu möchte man sowas machen? Es gibt eines ist Sicherheit, das andere Performance. Sicherheit bedeutet, dass eben, wenn jemand annimmt, dass er mit einem Objekt von Ihrer Klasse arbeiten kann, wenn Sie Vererbung haben, es passieren kann, dass er in Wirklichkeit mit einem davon abgeleiteten Objekt arbeitet, man das eben nicht wirklich unterscheiden kann oder wenn man es nicht berücksichtigt speziell, das ist dieser Sicherheitsaspekt. Performance kann auch in manchen Fällen eine Rolle spielen, wenn man eben verhindern möchte, dass man diese ganze Klassenhierarchie für dieses dynamische Binden zum Beispiel durchgehen muss, dann kann man das ja auch verbieten. Das ist zum Teil auch gemacht, also in Java lang String zum Beispiel ist eine Klasse, die sich nicht weiter spezialisieren lässt, also davon können Sie keine weiteren Klassen ableiten und genau, also es ist dann damit eben nicht mehr möglich, die Methoden, die in diesen Klassen drinstehen, weiter zu überschreiben mit anderen Dingen und damit wird das Verhalten praktisch fixiert und deshalb auch diese erhöhte Sicherheit. Also Sie können dann für Ihre Klassen eben dieses Final davor schreiben, Final Class irgendwas, dann haben Sie diese nicht weitere Vererbbarkeit ab dieser Stelle. Es gibt noch ein weiteres Schlüsselwort, das Sie davor schreiben können für Ihre Klasse, das heißt Abstract. Und das spielt im Zusammenhang mit sogenannten abstrakten Klassen eine Rolle.
Was ist eine abstrakte Klasse? Eine abstrakte Klasse ist eigentlich eine Klasse, von denen keine Objekte instanziiert werden können. Also kein U. Also das Oberklasse könnte man sich eigentlich, sollte man sich wegdenken. Also einfach Klasse ohne direkt instanzierte Objekte. Und es geht, man kann sich fragen, wozu braucht man sowas? Wieso möchte man irgendwie angeben können, eine Klasse, von der man aber dann gar keine Objekte direkt anlegen kann? Und was man damit erzwingen möchte, ist, dass man die Klasse eben nicht direkt verwendet, sondern von dieser Klasse eigene Klassen ableitet, darin dann eben bestimmte Methoden implementiert, und diese abstrakte Klasse dient mehr oder weniger als Schnittstelle nur für, um so allgemeinere Konzepte zu beschreiben. Also in dieser abstrakten Klasse können abstrakte Methoden auftauchen, die sind auch wieder mit so einem Abstract-Schlüsselwort gekennzeichnet, und von diesen Abstract-Methoden wird eben keine Implementierung angegeben, sondern da wird die Implementierung offen gelassen und nur und eben auf die Unterklassen verlagert. Die Unterklassen müssen das dann implementieren, diese Methode. Okay, als Attribute, Konstruktoren, eigentlich fast alles läuft wie in normalen Klassen, bis auf eben diese abstrakten Methoden. Und die abstrakten Methoden müssen, wie gesagt, in Unterklasse überschrieben werden. Und wenn sie dann eben so diese abstrakte Klasse irgendwo oder diesen als statischen Typ verwenden, dann wird eben über die dynamische Bindung dann die passende Methode aus der Unterklasse ausgewählt. Also hier nochmal die Syntax, Sie schreiben hier in Abstract Class irgendwas, und in dieser Klasse können dann einzelne Methoden als Abstract deklariert sein, die dann keine Implementierung haben. Also hier zum Beispiel, wenn wir hier ein Säugetier nochmal haben, wenn wir das als abstrakte Klasse deklarieren, dann würden wir damit anzeigen, es kann nicht direkt ein Objekt dieser Klasse Säugetier angelegt werden. Und damit wollen wir eben erzwingen, dass Objekte immer speziellere Tiersorten praktisch angeben. Also das heißt, man muss dann so eine Klasse wie Katze oder Hund ableiten, kann von denen Objekte anlegen, aber eben nicht von diesem übergeordneten Objekt Säugetier. Damit kann man eben erzwingen, dass der Programmierer eben immer speziellere Objekte anlegt. Also Säugetier direkt darf er dann eben nicht, sondern muss sich eben für ein konkretes entscheiden. Man kann dann aber gemeinsame Funktionalität eben doch zusammenfassen in so einer übergeordneten Klasse, wie hier diesen Mammal eben, dass man bestimmte Methoden eben nicht jedes Mal neu programmieren muss. Also wir haben weiterhin die Vorteile der Vererbung noch, als zum Beispiel hier sowas, dass ein Säugetier eben, das hier Geburt gibt, wie wir notieren vielleicht auch, das kann hier allgemein implementiert sein, aber eine andere Methode, Speak, die wird man, möchte man auch irgendwie für alle Tiere deklariert haben, aber noch nicht angeben hier in dieser abstrakten Klasse, wie die Implementierung aussehen soll. Und dann wird man eben hier so eine Methode Speak reinschreiben, wo jedes Tier eben sich irgendwie lautlich äußern kann. Und durch Abstract wird eben angezeigt, hier ist noch keine Implementierung vorhanden, sondern die muss dann für den Spezialfall vorgenommen werden. Und genau, also in erster Linie dient es dazu, solche abstrakten Klassen, um so eine allgemeine Schnittstelle zur Verfügung zu stellen für einen allgemeinen Fall. Also hier fürs Allgemeinfall Säugetier, da wollen wir eben bestimmte Dinge schon mal festschreiben, die es hier geben soll. Also das wissen wir, da gibt es eben so eine Speak-Methode drauf. Es gibt diese Give-Birth-Methode drauf und dieses Attribut, aber manche Sachen sollen eben noch nicht implementiert werden. Okay, wir sehen nachher in der Vorlesung noch eine Variante davon, wo das noch weitergeführt wird. Das nennt sich dann Interface in Java. Das ist verwandt mit diesem Konzept der abstrakten Klassen. Und da wird es vielleicht noch ein bisschen klarer, auch wozu man diese abstrakten Klassen verwendet. Also damit, wie gesagt, man kann eben dann von dieser abstrakten Klasse keine Objekte mit New anlegen, und damit kann man eben sowas erzwingen, dass man keine reine Säugetierobjekte haben möchte, sondern immer nur konkrete Unterklassen. Gut, damit sind wir mit diesem Kapitel Vererbung am Ende. Wir machen gleich weiter mit anderen Dingen. Und zum Abschluss habe ich jetzt noch ein paar Quizfragen wieder für Sie.
Versuchen wir da mal umzuschalten auf den anderen Bildschirm. Okay, also die Frage, da ist noch eine schöne Hintergrundsache aufgetaucht. Also ich hoffe, man kann es trotzdem lesen hier. Also die Frage ist hier, erbt eine Unterklasse sowohl Attribute als auch Methoden? Relativ einfacher Einstieg. Genau, dann ich starte es mal hier. Okay, das heißt, jetzt können Sie sich für eine dieser Antworten entscheiden. Also wieder wie gewohnt einwählen auf der Seite msocrative.com. Raum ist PROC 1314. Und die Frage, erbt eine Unterklasse sowohl Attribute als auch Methoden? Mögliche Antworten sind nein, nur Attribute werden vererbt. Nein, nur Methoden werden vererbt. Ja, sämtliche variablen Methoden werden vererbt. Ja, aber private Methoden und Attribute werden nicht vererbt. Oder keine Ahnung. Wir haben schon so ein paar Eingaben. Ich warte mal, ob noch ein paar dazukommen. Ja, ich sehe schon, E ist relativ beliebt, aber es ist, denke ich, ja, die anderen Antworten sind besser noch, genau. Und wir sehen auch schon, für D gibt es hier eine relativ klare Mehrheit schon. Das heißt, ja, aber private Methoden, Attribute werden nicht vererbt, das ist auch die richtige Antwort. Genau, also sowohl Methoden als auch Attribute werden vererbt, aber private Sachen sind eben beschränkt auf die Klasse, in der sie deklariert sind. Wenn die auch vererbt werden sollen, müssen sie protected verwenden. Gut, dann habe ich eine zweite Frage hier, die können Sie schon mal lesen, solange wenn sich immer noch weitere ein, ich breche das jetzt trotzdem mal hier ab. Und wir kommen zur nächsten Frage. Das ist jetzt ein bisschen, ja, das Konzeptuelles eher. Was ist kein Vorteil der Verwendung von Vererbung? Also irgendwie sind da wahrscheinlich vier Vorteile dabei und eins ist eben keiner davon. Und schauen wir uns mal an. Code, der von mehreren Klassen verwendet wird, muss nur einmal geschrieben werden. Ja, könnte Vorteil von Vererbung sein. Erweiterung um neue Programmeigenschaften wird vereinfacht. Programmcode kann einfacher wiederverwendet werden. Abgeleitete Klassen sind unabhängig von der Basisklasse. Programmcode ist besser strukturiert. Ja, da gibt es schon ein relativ klares Ergebnis hier. D, sagen die meisten von Ihnen, genau, abgeleitete Klassen sind nicht unabhängig von der Basisklasse, sondern hängen sogar relativ stark von der Basisklasse ab, also weil sie eben die ganzen Attribute und Methoden übernehmen. Die anderen Sachen treffen alle zu, also Erweiterbarkeit, Code kann wiederverwendet werden und das Ergebnis ist hier auch relativ klar. Gut, noch eine dritte Frage. Habe ich für Sie. Also beenden wir das wieder, machen nochmal. Gut, was haben wir jetzt? Dritte Frage. Kann eine abstrakte Klasse sowohl abstrakte als auch nicht abstrakte Methoden enthalten? Das hatten wir relativ kurz, aber Sie können vielleicht anhand vom Beispiel und was Sie so vermuten, dann ein bisschen raten, was für sinnvoll ist, oder Sie wissen es vielleicht auch schon. Nein, alle Methoden müssen als abstrakt deklariert sein. Oder nein, keine der Methoden darf als abstrakt deklariert sein. Also es geht darum, genau, kann man in abstrakten Klassen irgendwie mischen zwischen abstrakten und nicht abstrakten Methoden. Ja, aber abstrakte Methoden werden nicht vererbt. Ja, und sämtliche Methoden werden vererbt. Ja, aber abstrakte Methoden dürfen nicht überschrieben werden. Da haben wir auch ein relativ klares Ergebnis, schon wieder D. Ist richtig, genau, ja, und sämtliche Methoden werden vererbt. Also Sie können mischen, abstrakte, nicht abstrakte Methoden. Abstrakten sind die, wo Sie eben keine Implementierung vorgeben, wo das in einer abgeleiteten Klasse passieren muss. Die nicht abstrakten Methoden, da liegt eine Implementierung vor, das ist auch in Ordnung und die können auch entsprechend erweitert werden. Gut, gibt es da gerade noch Fragen dazu? Sonst kommen wir... Ja? Genau, also die Frage war, kann man irgendwie an praktisch zwei höher gehen in der Hierarchie? Das ist eine gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was passiert, wenn Sie super, super hinschreiben. Ich vermute mal, dass das geht.
Im Auto, weiß das jemand von Ihnen zufällig gerade? Im Zweifelsfall müssen Sie mal ausprobieren. Also ja, also es gibt, glaube ich, wenige Fälle, wo man sowas machen möchte. Eigentlich ist das häufigste wirklich im Konstruktor, aber ansonsten genau mit, wenn Sie da Zugriff auf Attribute zum Beispiel haben oder Methoden mit super, super, würde ich vom, ja, müssen, probieren Sie mal aus, ob es geht, ich weiß es gerade auch nicht. Genau. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Gut, haben wir keine, dann schalten wir hier wieder um. Ja, sind wir hier leider immer noch den störenden Hintergrund. Was sagt er uns eigentlich hier? Membrane Time ist. Okay, also ich weiß nicht, ob ich da irgendwie Enter drücken kann, aber wahrscheinlich muss irgendwann mal jemand hier die Lampe austauschen, dass das verschwindet. So lange können Sie vielleicht hier drüben schauen. Das Thema, was wir uns jetzt im Rest der Vorlesungsstunde heute noch anschauen, ist sehr stark verwandt mit dem, was wir jetzt in Kapitel 8 hatten, also mit der Vererbung. Und zwar geht es um Interfaces und Generics. Und Interfaces sind sehr ähnlich zu den abstrakten Klassen, die wir uns gerade angeschaut hatten. Also was ist ein Interface und wozu wird es verwendet? Und ich möchte es mit einem Beispiel Ihnen zeigen, wo das sinnvoll sein kann. Also wir hatten ja so eine Vektor-2D-Klasse, die praktisch Punkte im zweidimensionalen Raum implementiert. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, dass man das ja auch in Polarkoordinaten implementieren kann, wenn das vielleicht für manche Sachen sinnvoller ist. Dann. Also Polarkoordinaten bedeutet eben nicht, dass sie x und y Wert haben wie bei kartesischen Koordinaten, sondern dass sie einen Abstand vom Ursprung r haben und einen Winkel, der eben von der x-Achse aus gemessen wird, im Gegenuhrzeigersinn, der angibt, wie eben gedreht dieser Punkt nach links ist. Das sind Polarkoordinaten. Und wenn Sie so eine Polarkoordinatenklasse schreiben für Punkte wieder, also einen Punkt in Polarkoordinaten, gäbe es da eben die Attribute, die beiden Phi für den Winkel, R für den Abstand, Konstruktor und dann eine ganze Reihe von Methoden, die man eigentlich auch für andere Dinge schreiben, oder für diese kartesischen Koordinaten schreiben kann, also verschieben um einen Wert, rotieren um einen Winkel, rotieren um einen Punkt, dann solche Distanzmethoden und Gleichheitsmethoden. Da sind Sie auch, also diese Equals-Methode, das stimmt hier schon mal, oder das sollte man eigentlich besser hier schreiben, dass hier Object dran steht und nicht Polar Point, sonst überschreibt man eben nicht die Methode aus Object. Aber ansonsten sehen Sie, also hier haben wir eben jetzt praktisch so eine zweite Implementierung von unserer Punktklasse, die aber anders eben abläuft. Also sie ist eben jetzt nicht auf den kartesischen Koordinaten basiert, sondern auf den Polarkoordinaten. Trotzdem ist ein Großteil gleich. Das heißt, diese ganzen Methoden, die wir hier unten sehen, dieses Shift, Rotate, Distance, To, die sind genau dieselben Methoden, die Sie eigentlich auch für Ihre Ihre kartesischen Koordinaten haben wollen. In vielen Fällen ist es eigentlich so, dass Sie sich für die Implementierung der Klasse gar nicht so stark interessieren. Also ob das jetzt zum Beispiel so ein Punkt hier als Polarkoordinaten oder als kartesische Koordinaten implementiert ist oder wie der Programmierer das jetzt genau gemacht hat, interessiert Sie gar nicht so stark, sondern was für den jemand, der die Klasse verwendet, wichtig ist, sind eigentlich hier diese Methoden, die Sie darauf aufrufen können. Und Interfaces dienen jetzt eben dazu, um von dieser konkreten Implementierung zu abstrahieren und nur auf diese Schnittstellenmethoden, also die Methoden, die eben nach außen öffentlich bereitgestellt werden, auf die ein großes Gewicht zu legen. Und das ist noch eine kleine Randbemerkung, also das, was bisher Vektor 2D heißt, um das jetzt eben unterscheiden zu können von dem Polar Point, nenne ich das in Zukunft so einfach kartesischer Punkt, also Cartesian Point. Also, Hauptverwendung ist Interfaces als Schnittstellenbeschreibung, also das gemeinsame Verhalten von zwei Klassen, die unterschiedlich implementiert sein können, aber eigentlich das gleiche bezwecken wie diese beiden Punktklassen. Dieses gemeinsame Verhalten soll eben über eine Schnittstelle beschrieben sein. Also, wenn wir zum Beispiel so eine Liste von Punkten implementieren wollen, da soll dann eben irgendwie beides drinstecken können, sowohl diese kartesischen als auch diese
diese Polarkoordinaten. Und was man dann machen kann, ist, dass man so ein Interface eben definiert, was eben diese Funktionalität von verallgemeinert von beiden Klassen. Und dieses Interface nennen wir dann eben einfach nur Point, wo wir eben weglassen, ist das kartesisch oder ist es Polarkoordinate. Das heißt, von den Implementierungsdetails abstrahieren wir hier und haben nur noch das Gemeinsame in einem Interface festgehalten. Also Interface enthält jetzt hier alle Public-Methoden, aber ohne Implementierung vorzugeben. Das heißt, so ein Interface könnte dann zum Beispiel jetzt so aussehen, man hat diese Shift-Methode, die beiden Rotationsmethoden, dann die Distance so und so weiter. Aber eben gar nichts mehr, was irgendwie auf die Implementierung hindeutet. Also sie haben keine Attribute mehr hier drin stehen, sondern sie sehen praktisch nur noch, wie kann ich die Klasse verwenden. Und das ist das, was über so ein Interface eben angezeigt werden soll. Also dieses Verwendungsverhalten von der Klasse festzulegen. Und genau, und dann gibt es eben speziellere Klassen, die dieses Verhalten praktisch auch diese Schnittstelle implementieren. Also es gibt dann eben zum Beispiel diese kartesische Punkt- und Polarkoordinatenpunkt-Klassen, die praktisch diese Funktionalität zur Verfügung stellen. Genau, und man kann dann in der Liste zum Beispiel eben verschiedene Dinge reinstecken, die eben alle Punkte sind, aber unterschiedliche Implementierungen haben. Okay, und was wir dazu machen müssen, ist, dass dann eben diese Klassen, die Funktionalität zur Verfügung stellen, die müssen dann dieses Interface, mit diesem Interface irgendwie in Bezug gesetzt werden. Dieser Bezug nennt sich das Implementieren dieses Interface und entsprechend heißt auch das Java-Schlüsselwort dann Implements. Also wir haben diese allgemeine Schnittstelle Point und wir wollen irgendwie anzeigen, dass eben jetzt diese Klasse, zum Beispiel mit kartesischem Punkt, dass die jetzt dieses Interface bereitstellt. Das heißt, die Funktionalität, die im Interface beschrieben ist, wird von dieser Klasse zur Verfügung gestellt. Und das wird eben über dieses Implements angezeigt. Also hier oben, diese Klasse stellt eine Implementierung bereit für dieses Punktinterface. Da muss jetzt eben auch dann konkret angegeben werden, wie sehen die Attribute aus, wie ist was programmiert. Aber die gemeinsame Funktionalität, wie gesagt, ist eben hier in diesem Pointinterface beschrieben. Die ist eben für beide gleich und die Implementierung unterscheidet sich dann in den spezielleren Klassen. Was muss man machen? Man muss alle Methoden, die in dem Interface Point vorkommen, müssen implementiert werden von den Klassen. Also man kann nicht nur teilweise die Methoden implementieren, sondern sämtliche Methoden, die in dem Interface genannt werden, müssen implementiert sein. Will sich eben jemand, der zum Beispiel über das Interface nachher auf ihre Klasse zugreift, also über diese allgemeine Schnittstellenbeschreibung, muss sich eben darauf verlassen können, dass eben alles, was da drin steht an Funktionalität, auch wirklich von ihrer Implementierung geliefert wird. Also die müssen alle implementiert sein, müssen auch public sein, damit man da wirklich drauf zugreifen kann in ihrer Klasse. Und in Java ist es so realisiert, dass auch diese Interfaces selber als Typen aufgefasst werden. Das heißt, die können sie auch als Typ in ihrem Programm verwenden, Interfaces. Das heißt, sie können in einer Methode zum Beispiel verlangen, dass ein Parameter den Typ Point hat, wobei Point ein Interface wäre. Und das bedeutet dann eben, in ihrem Programmcode verlangen sie nur, dass diese Schnittstelle von einer Klasse irgendwie implementiert wird. Okay. Also Interface, Sammlung von Methodensignaturen ohne Implementierung. Interface gibt eben nur an, was ist die Funktionalität, was ist die Schnittstelle, die hier unten eben zusammengefasst wird und die von bestimmten Klassen, die das dann implementieren, eben bereitgestellt wird. Also nur Methodensignaturen, keine Implementierung, legt den Methodennamen fest und die Parametertypen, aber die Implementierung ist noch offen. Also über Implementierung sagt ein Interface überhaupt nichts aus. Okay, das sind praktisch wie Klassen ohne Attribute und ohne Implementierungen dann. Und wie gesagt, es kann auch selbst zur Typisierung verwendet werden, also eine Klasse C, die ein Interface I implementiert, ist ein Subtyp von I. Also das ist praktisch so eine Klasse, die Interface implementiert ist, wie eine abgeleitete Klasse von dem Interface und kann auch fast analog verwendet werden.
Okay, Interface wird von einer Klasse implementiert, indem man für jede Methode eine Implementierung angibt und eben mit diesem Schlüsselwort Implements das nochmal verwendet. Und was auch geht, ist, dass Interfaces voneinander erben können. Das ist jetzt wieder ein bisschen verrutscht hier. Also wenn Sie ein Interface I haben, was eben diese Methode foo zur Verfügung stellt, können Sie davon ein weiteres Interface ableiten, auch wieder mit dem Schlüsselwort extends, das eben dann alle Funktionalität des Basisinterfaces zur Verfügung stellt, plus das, was hier eben noch an Methodensignaturen vorgegeben wird. Das heißt, wenn ich jetzt eine Klasse dieses Interface J implementieren wollte, müsste sie eben diese Methode zur Verfügung stellen, plus alle Methoden, die in I vorhanden sind. Also sowohl foo als auch bar müssten in der Klasse implementiert sein, die dieses Interface J implementiert. Okay, also Syntax hat man eigentlich schon gesehen, so grob. Schauen wir uns aber jetzt noch im allgemeinen Fall an. Ähnlich wie eine Klassendeklaration schreibt man hier eben Interface statt Klasse, dann den Namen des Interfaces, wie Point im Beispiel. Dann kann man, haben wir gesagt, eigentlich ja nur Methoden können hier vorkommen, aber man kann auch Konstanten noch dazu nehmen in ein Interface, also Konstanten und Methoden, aber keine Attribute. Dann für die Implementierung gibt es dieses Schlüsselwort Implements. Also wenn Sie eine Klasse haben, die so eine Schnittstelle implementiert, also bestimmte Methoden eben, dann wird dazu dieses Implement-Schlüsselwort verwendet. Was auch geht, ist, dass eine Klasse mehrere Interfaces gleichzeitig implementiert. Das geht beim Vererben ja nicht. Also Sie können nicht Extends oder hinter Extends mehrere Klassen angeben. Da ist immer nur eine Klasse möglich. Bei Implements können Sie mehrere Interfaces angeben. Also eine Klasse kann mehrere Interfaces gleichzeitig implementieren. Genau, und also hier können Sie mehrere Interface-Namen stehen, die Sie mit Kommas abtrennen. Und genau, wenn Sie mehrere angeben, bedeutet das, dass Ihre Klasse sämtliche Methoden, die in allen diesen Interfaces angegeben sind, implementieren. Wenn es da Überschneidungen geben sollte, dass in zwei Interfaces dieselben Methoden verlangt werden, dann reicht es, wenn Sie die einmal implementieren, Sie können ja auch gar nichts anderes machen. Also man kann ja nicht zwei Implementierungen da direkt angeben. Und wie gesagt, jede Methode muss einmal implementiert sein. Also schauen wir uns mal nochmal an, wie das verwendet werden kann, anhand von unserer Punktklasse. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel so eine Methode haben wollen, die soll einfach bloß, die macht jetzt nichts besonders Sinnvolles, soll bloß diesen Punkt verschieben um 3 in X-Richtung und 5 in Y-Richtung. Und weil diese Methode eben unabhängig von einer konkreten Implementierung ist, reicht es aus, wenn Sie eben hier dieses Interface Point verlangen. Das heißt, egal wie die Implementierung aussieht, alles was eben dieses Point Interface erfüllt, passt hier als Parameter für diese Klasse. Das ist schon mal eine schöne Sache, weil man kann dann eben diesen Code sehr allgemein schreiben. Also dieser Code, den Sie hier geschrieben haben, der funktioniert eben für alles, was dieses Interface Point implementiert. Egal wie das eben dann wirklich implementiert ist. Sie wissen, diese Methode gibt es, die muss irgendwie in den Klassen, die das Interface implementieren, vorhanden sein, also können Sie das auch vorher verwenden. Okay, schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Also was passiert, wenn wir jetzt sowas hier hinschreiben? Zum Beispiel, also wir haben hier Polar Point, haben wir ja vorher gesehen, das implementiert dieses Interface Point. Also legen wir so einen neuen Punkt hier an mit 90, ich weiß nicht mehr die Reihenfolge, 90 Grad sieht eher nach Winkel aus und das nach im Radius. Rufen dann die Methode foo auf, legen noch so einen zweiten Punkt an, rufen wieder die Methode foo auf. Also das Schöne ist mal, dass die Methode foo eben mit beiden Objekten klarkommt, weil die beide das Interface implementieren. Und hier oben ist es so, genau, also dieses P hier oben hat einen statischen Typ Point und ähnlich wie bei der dynamischen Bindung wird dann eben jetzt auch hier zur Laufzeit ermittelt, was steckt denn da wirklich dahinter und dann die entsprechende Methode aufgerufen. Also wenn wir hier dieses Q reinstecken, dann hat es eben den dynamischen Typ Polar Point. Und hier bei Shift wird dann die entsprechende Methode Polar Point aufgerufen. Also dynamische Bindung passiert hier genauso, wie Sie es bei Vererbung vorher gesehen hatten. Also wird hier oben eben die entsprechende Methode Shift auf der Klasse, also hier, wenn man hier foo aufruft, wird hier Shift aus der Klasse Polar Point aufgerufen. Hier unten, wenn Sie so ein
Cartesian Point haben und das an die Methode Fu übergeben, wird eben hier oben auch mit dynamischer Bindung dann wieder festgestellt. Das ist aus der Klasse Cartesian Point und da müssen Sie eben die Shift-Methode aufrufen. Also bei Fu Q wird Shift aus Polar Point aufgerufen und bei Fu A wird Shift aus der Klasse Cartesian Point aufgerufen. Also auch dynamische Bindung hier. Okay, schauen wir uns nochmal ein Beispiel an. Und zwar schauen wir uns jetzt noch Listen an hier. Also nehmen wir an, Sie haben einen Algorithmus, der soll auf einer Liste von Punkten arbeiten. Und der soll möglichst unabhängig von der, auch noch zusätzlich, also nicht nur von der Implementierung der Punkte unabhängig sein, sondern auch von der Implementierung der Liste unabhängig sein. Also wie können wir das machen? Wir können wieder ein Interface implementieren für diese Liste. Also man könnte so ein Interface Point List machen, das von der Implementierung der einzelnen Punkte in der Liste abstrahiert. Also ein Interface Point List könnte so aussehen, dass wir hinschreiben, ja, es gibt eben hier in dieser Liste die Methoden, um was einzufügen am Anfang und am Ende und am Anfang und am Ende der Liste die entsprechenden Einträge abzufragen und noch eine ganze Reihe von anderen Methoden. Und hier, was verwendet wird oder was in diese Liste reingesteckt wird, ist einfach nur irgendein Objekt, was dieses Point-Interface implementiert. Das reicht uns an der Stelle aus. Also wir müssen hier nichts wissen über die konkrete Implementierung. In Listen ist es relativ egal, was sie da an konkreten Objekten drinstehen haben, aber es sollen sich eben um Punkte handeln. Das können wir durch dieses Point hier, das wir eben hier angeben, P ist was, was dieses Interface Point implementiert, angeben dann. Und wenn wir dann eine konkrete Liste haben, also wenn wir zum Beispiel so eine doppelt verkettete Punktliste haben, dann könnte man eben auch wieder angeben, dass diese Klasse das Point-List-Interface implementiert und das macht die dann eben auf die entsprechenden, so wie wir es schon mit der Listenvorlesung gesehen hatten, passiert das dann. Aber was schön ist eben auch wieder, wir haben jetzt wieder oder können durch dieses Interface abstrahieren von der konkreten Listenimplementierung, also ob das jetzt eine doppelt verkettete Liste ist oder nicht, ist dann egal, sondern man sieht nach außen hin praktisch immer nur diese Point-Liste, was abstrakter ist eben. Okay, also was ist ein Interface? Reine Definition von Typen. Also wir haben nur die Signaturen angegeben, definiert dadurch eine Schnittstelle. Also nichts zur Implementierung wird gesagt, keine Attribute sind angegeben. Und die eigentliche Implementierung von so einem Interface, die findet dann in abgeleiteten Klassen statt oder in Klassen, die halt dieses Interface implementieren, wird durch dieses Implements-Schlüsselwort angezeigt. Objekten können mehrere Typen haben. Also es ergibt sich daraus, dass man eben mehrere Interfaces angeben kann und was man noch zusätzlich machen kann, ist eben, dass man diese Klasse von einer anderen Klasse ableitet und zusätzlich Interfaces hat. Also Sie können Extents und Implements kombinieren. Bei Extents-Ableitung ist immer eine Klasse, von der das abgeleitet wird. Interfaces können es mehrere sein. Und dadurch kann es eben auch vorkommen, dass eine Klasse jetzt mehrere Typen hat. Eben die Interface-Typen plus den Typ, der durch die Klassenhierarchie und durch die Vererbung entsteht. Bei Interfaces ist es ähnlich wie bei den abstrakten Klassen. Sie können keine Objekte anlegen, also können nicht irgendwie new aufrufen jetzt. Das ist ja auch klar, weil eben für die Implementierung nichts bekannt ist. Das heißt, nur Schnittstelle, das reicht nicht aus, um damit Objekte anlegen zu können, sondern das müssen dann wirklich die konkreten Objekte sein, für diese solche Dinge anlegen. Also die groß konkret implementierten Klassen. Gut, zum Abschluss jetzt nochmal eine Frage. Gehen wir nochmal auf das andere System hier, schalten dann nochmal um. Da ist schon die Antwort bekannt, genau gegeben worden. Schauen wir mal kurz, also was war die Frage hier? Welche Aussage zu Interfaces und abstrakten Klassen ist nicht richtig? Also man kann eine abstrakte Klasse von einer anderen abstrakten Klasse ableiten, eine von einer abstrakten Klasse abgeleitete Klasse muss alle abstrakten Methoden implementieren. Ja, das sind relativ komplizierte Sachen. Eine Klasse kann mehrere Interfaces implementieren. Man kann ein Interface von einem anderen mittels Extents ableiten.
In einer abstrakten Klasse können sämtliche Methoden nicht abstrakt sein. Also welche eine davon trifft nicht zu? Muss ich selber auch nochmal schauen. Welches Ergebnis haben wir hier? Oh, das ist noch relativ gemischt. Es gibt irgendwie für D und E Gleichstand, die liegen vorne, jetzt sieht E langsam vorbei. Schauen wir es mal an, also gehen wir von oben her durch. Man kann eine abstrakte Klasse von einer anderen abstrakten Klasse ableiten. Das geht, das können Sie machen. Genauso eine von einer abstrakten Klasse abgeleitete Klasse muss alle abstrakten Methoden implementieren. Ist das der Fall? Nein, das höre ich hier schon aus dem Publikum. Das ist richtig. Also eine abstrakte Klasse hat ja eben manche nicht implementierte Methoden. Und wenn Sie davon ableiten, kann wieder eine abstrakte Klasse entstehen, in der immer noch bestimmte Implementierungen eben offen gelassen sind. Und Sie müssten dann in einem weiteren Schritt nochmal davon ableiten, um eine konkrete instanzierbare Klasse, von der Sie auch Objekte anlegen können, zu erhalten. Also ist B das, was hier nicht zutrifft. Und die anderen Sachen, die gelten alle. Also Klasse kann mehrere Interfaces implementieren, klar, das hatten wir gesehen. Ein Interface von einem anderen ableiten hatten wir auch gesehen. Und in einer abstrakten Klasse können sämtliche Methoden nicht abstrakt sein. Das kann man machen, dann ist abstrakte Klasse vielleicht nicht so sonderlich sinnvoll. Dann könnte man das Schlüsselwort auch weglassen, aber das geht auch. Gut, dann mit dieser Frage beenden wir die Vorlesung für heute und wir sehen uns nächste Woche nochmal, auch wenn es ganz kurz vor Weihnachten ist. Bis dahin.